Und damit herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der GPL. Heute Spieltag Nummer 9 gegen Regibang und sein Team Lucha Libres. Weiter geht's in der hiesigen GPL und zwar heute mit einem der neuen Newcomer. Der gute Regibang ist einer der 5 neuen Teilnehmer unseres wunderschönen Turniers hier. Und er belegt momentan den letzten Platz. Jetzt werden einige sagen, ach Mensch Schmooper, das ist auf jeden Fall dein Sieg für heute. Vergesst es Leute, von sowas darf man nicht ausgehen. Egal auf welchem Platz man hier ist, jeder hat hier eine Chance gegen ihn zu gewinnen. Das ist immer so. Der Regi hat ja auch schon seinen ersten Kampf gewonnen. Mal sehen, ob er heute seinen zweiten einfährt. Aber wir haben auch mal so langsam wieder vor zu gewinnen, denn die letzten 3 Spieltage hintereinander eine Niederlage einzufahren, war natürlich nicht schön, hat aber auch einen Grund. Natürlich habe ich euch ja alles erzählt, ich stecke momentan noch im Abi-Stress. Zumindest habe ich das damals getan. Denn während ihr dieses Video hier seht, habe ich die größten Hindernisse hinter mir. Das heißt, alle möglichen schriftlichen Prüfungen sind bereits, hinter mir, wie gesagt. Mathe hatte ich jetzt gerade gestern geschrieben, das heißt, aus dem Gröbsten bin ich jetzt raus. Jetzt fehlt nur noch für die, die es interessiert, sportpraktische Prüfung und eine mündliche Prüfung in Erdkunde. Mehr ist es nicht, das heißt, ich bin im Juni durch. Wie gesagt, ein bisschen Abi-Stress ist da immer noch, aber wenn ich schon aus dem Gröbsten raus bin, habe ich jetzt ein bisschen bessere Chancen, mich auf die Teams der Gegner besser vorzubereiten. Und wo wir gerade bei gegnerischen Teams sind, beginnen wir doch gleich erstmal beim guten Regibang. Im Übrigen, bevor ihr euch wundert, ihr seht den Kampf heute aus der Sicht von Regi, denn ich habe nach unserem Kampf leider verdüttelt, das Kampfvideo zu speichern. Deswegen muss ich ihn darum bitten, dass er mir seine Sicht dann anbietet. Und das fand ich dann ganz nett von ihm, dass ich dann zumindest die Möglichkeit habe, diesen Kampf noch nachzukommentieren. Und deswegen seht ihr auch, wann der Kampf stattgefunden hat, sagen wir so, am 3. Mai. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Die musste die ja immer vorproduzieren, weil ich sonst immer während der Woche keine Zeit hatte aufzunehmen, wenn ich dann schon mittendrin bin, mich aufs Abi vorzubereiten. Wie auch immer, Leute, das interessiert uns nicht. Kümmern wir uns doch lieber um das Team von Regibang. Er hat heute dabei Magneton, Resladero, Forstelka, sein Megadiancie, Gengar und Demeteros. Ich habe dabei Rotom Wash, Forstelka, Skorgro, Milotic, Galagladi und mein Signature-Pokémon Magbrand. Zum zweiten Mal tatsächlich habe ich mich gefreut, das Ding wieder mitnehmen zu dürfen. Ob es sich dann auch wirklich ausgezahlt hat, das seht ihr dann später. Und ja, zuriges Team, ganz klar, auch als Newcomer hat man natürlich noch keine richtigen Erfahrungen in der GPL innerhalb eines Turniers mit nur 11 Pokémon. Deswegen ist es natürlich wichtig zu wissen, wie man mit 11 Pokémon in einem Turnier umzugehen hat. Die Newcomer können das natürlich noch nicht wissen, haben bisher noch keine Erfahrungen gesammelt. Trotzdem sind die Teams relativ stark. Und am meisten Angst bei ihm hatte ich auf jeden Fall vor seinem Megadiancie. Sehr, sehr gefährlich. Erinnert mich immer persönlich so ein bisschen an Durengard. Hat damit zu tun, dass es ja in der normalen Form, also, ne, Diancie in der normalen Form, hat eine verdammt hohe Defensive in beiden Werten. Und dann, sobald es die Mega-Entwicklung ausführt, Offensive und Initiative unglaublich stark angestiegen. Als würde es einfach mal die Form wechseln. So ist es nun mal. Erinnert mich deswegen immer an so einen Durengard. Und deswegen, der Hauptthread kann man sagen. Deswegen ist Milotic in meinem Team auch so wichtig. Denn das soll das Ganze gut tanken können. Kann ich speziell defensiv einiges aushalten. Das ist mein Notschuss-Milotic, was ich mitgenommen habe, damit ich auch physisch einiges aushalten kann. Und so ein schönes Siedewasser ist sehr wichtig gegen Resladero. Generell, die Verbrennung ist mal wieder ein gutes Thema, was man hier drauf zielen kann, auf das gegnerische Team. Denn sein Team zu verbrennen ist auf jeden Fall hier sehr, sehr wichtig. Das nehme ich mal wieder als Hauptprio. Rotom mit seinem Irrlicht, mein Milotic mit seinem Siedewasser kann mir auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen, denn gegen alle seine Pokémon kann ich hier auf jeden Fall den Burn gut gebrauchen. Gegen seine physisch offensiven Pokémon natürlich, gegen Resladero, Demeteros und Megadiancie. Megadiancie ist vermutlich physisch offensiv, man kann es auch speziell offensiv spielen. Und bei Forstelka kann natürlich auch physisch offensiv attacken. Bei Magneton ist ganz gut als Staller, dass ich das immer so langsam runterbringe auf seine KP, denn vergiften kann man es ja eh nicht. Und die mögliche Sturdy kann ich dann auch brechen, obwohl ich eher glaube, dass es Magnetfalle hier hat in diesem Kampf extra für mein Forstelka. Und Gengar zu verbrennen wäre auch nicht schlecht, dann wäre der mögliche Fokusgurt nämlich auch eher weg. Denn ich sehe nicht, dass irgendein seiner anderen Pokémon Fokusgurt spielen könnte. Sein Gengar würde sich in der Hinsicht nämlich anbieten. Okay, bevor ich dann letztendlich zum Kampf komme, ich habe mein Rotom Wash hier wieder an den Anfang gesetzt, weil es einfach mal wieder der beste Konter ist. Soll heißen, mit der Verbrennung kann ich auf jeden Fall was machen. Nur falls mit Voltwechsel rauszuswitchen, weil er hat nicht wirklich was gegen mich. Ich dachte mir nur, als ich sein Team sah vor seinem Gengar, muss ich mich mal wieder in Acht nehmen. Das kann mir wieder mein Team ziemlich zerstören, wenn es möchte. Also hat den Energieball zum Beispiel drauf gegen meine Wasser-Pokémon und kann speziell gegen Forstelka und Skorgro viel reinhauen. Mein Skorgro ist hier übrigens nicht physisch-defensiv, sondern das physisch-offensiv in diesem Fall, meine ich. War es das? Ich glaube schon. Ja, und mal sehen, was mein Team so ausrichten kann gegen seins. Also würde ich sagen, beginnen wir nun mit dem Kampf. Und er beginnt ja mit Magneton
Und ich bin Rudo Bosch. Natürlich hat er, wie gesagt, mir jetzt sein Video geschickt hier und deswegen hat er natürlich auch eine andere Hintergrundmusik. Also nicht wundern. Er beginnt, wie gesagt, mit Magneton. Die Frage ist, was will das Ding hier mein speziell defensives Rudo Bosch machen? Erstmal angreifen. Ein Donnerblitz, schön und gut, macht gerade mal ein Drittel Schaden, ist nicht viel. Ich habe in dieser Hinsicht mit einem Switch gerechnet, deswegen gehe ich jetzt auch auf ein Irrlicht, aber die Verbrennung auf Magneton ist auch nicht allzu schlecht. Dann wäre die mögliche Sturdy also kaputt. Und ich kann mich nebenbei mal wieder mit Überreste hochheilen. Jetzt die Frage, was möchte er nebenbei machen? Vielleicht bleibt er ja drin, man weiß es nicht, da kann ich noch ein paar seiner Attacken sehen. Und ja, er spielt auch die Lichtkanone. Die Frage ist, warum setzt er die jetzt ein? Donnerblitz war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, immerhin neutraler Schaden, aber Lichtkanone ist nicht sehr effektiv. Und zwar vierfach, und das macht umso weniger Schaden. Vielleicht hat er einen Switch prediktet, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt auf die Hydropumpe, macht sehr, sehr guten Schaden. Und deswegen glaube ich umso weniger, dass das Ding hier mit Evolit gespielt wird. Eher wahrscheinlich offensiv, wenn er schon zwei spezielle Attacken spielt, aber er ist auf jeden Fall nicht gechoiced. Wir haben ja Donnerblitz und Lichtkanone in derselben Runde danach gesehen. Und jetzt geht er auf jeden Fall raus, er wollte anscheinend das Ding nicht an der Hydropumpe verlieren. Und jetzt geht er in seinen Forsaker und das Ding kriegt jetzt auf jeden Fall eine Hydropumpe ab. Und das macht auf jeden Fall sehr, sehr schön viel Schaden. Und das hat mich auf jeden Fall in der Hinsicht sehr, sehr gut gefreut und ich kriege mal wieder ein bisschen Heilung. So, dieses Forsaker, wenn er schon reinholt, kann ich mir schon denken, dass das Ding auf jeden Fall erstmal die Stealthrocks rauslegen wollte. Das heißt, angreifen das mich auf jeden Fall nicht. Wenn doch, kein Problem, ich bin nämlich schneller und kann das Ding ebenfalls verbrennen. Falls das Ding sowas wie Erdbeben, Gyroball oder sogar Explosion spielt, man weiß ja nicht, ich gehe auf Nummer sicher, habe somit dann sein zweites Pokémon verbrannt und er holt die Stealthrocks Rocks raus, so wird's ausgesprochen. Okay, ich habe mich nebenbei wieder hoch, aber nicht nur ich, denn anscheinend hat dieses Forsaker ebenfalls die Überreste, wie ihr gleich sehen werdet, da sind sie auch schon. Er spielt also anscheinend keinen Bollenhelm. Ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, somit weiß ich, dass seine anderen Pokémon nicht mit Überreste gespielt werden. Ist in der GPL auf jeden Fall ganz schön wichtig. So, und dann kann ich auch seine Heilung durch die Verbrennung gleich wieder wettmachen. Ich switche aus, und zwar nicht mit einem Wolfwechsel. Hat einen guten Grund. Hätte sein können, dass er jetzt in sein Demeter rausgeht und damit hätte er damit meinen Wolfwechsel abgefangen. Das wäre ja ganz gut gewesen für ihn. Deswegen wechsle ich hier ganz normal raus. Und mein eigenes Forsaker, damit ich die Stealthrocks natürlich so schnell wie möglich wegkriegen kann. Und natürlich wieder ein sehr, sehr ekliges Matchup natürlich. Natürlich, Forsaker gegen Forsaker. So, natürlich brennt das schon, hat ein bisschen Kapischan bekommen. Allerdings liegen bei mir jetzt auf meiner Seite schon Tarnsteine und Stachler. Und jetzt habe ich overpredicted, denn er hat natürlich einen Gengar auf seiner Seite. Deswegen dachte ich mir, er prediktet jetzt wahrscheinlich meinen Turbodreher, eine Normalattacke, um das damit Gengar abzufangen. Aber nein, ich mache den overpredict und gehe auf den Voltwechsel, weil ich den Switch in Gengar predicted habe. Und jetzt muss ich wieder in Rotomosch gehen, jetzt das Schlimme. Denn anscheinend wollte er das eigentlich auch, also ursprünglich in Gengar gehen, ist nämlich auch auf den Voltwechsel gegangen. Wäre er schneller gewesen, hätte er natürlich ohne Probleme mit einem Gengar gehen können, um dann mein Turbodreher abzufangen. Das Schlimme war, wie gesagt, dass ich jetzt schneller war. Und jetzt geht er auch in Gengar. So wie ich das sehe, hat dieses Ding sehr wahrscheinlich einen Energieball drauf. Denn damit kann er mich sehr effektiv treffen. Aber ich bin speziell defensiv mit meinem Tonikum. Das heißt, eine Attacke überlebe ich auf jeden Fall. Er setzt aber keinen Energieball ein, sondern Schlammwoge. Das ist ein Move, den Gengar normalerweise nicht kann. Das ist nur bei den Eventgängern zu finden. Deswegen ist es auch shiny. Und auch die kann ich natürlich ohne Probleme überleben, auch wenn er Step ist und sehr, sehr stark. Ich mache einen Lightheiler und sein möglicher Fokusgurt ist damit zerbrochen. Zerbrochen? Das Wort gibt es eigentlich nicht, aber egal. Der ist auf jeden Fall zerstört. So, und ich kann mich wieder ein bisschen hochheilen. Und ich gehe jetzt safe raus. Und deswegen wollte ich jetzt Galaglade gehen. Das Ding hier trägt übrigens nicht die Offensivfeste wie normalerweise. Dieses Ding trägt meinen Wahlschal. Und damit kann ich dieses Gengar auf jeden Fall outspeeden. Das war mein eigentlicher Plan. Jetzt kommt erstmal die Schlammwoge. Er sollte erstmal denken, dass das Ding ja eigentlich nur da ist, um diese Schlammwoge abzufangen. Da ich die Offensivfeste nicht trage, macht das umso mehr Schaden. Und jetzt der Schock, er ist schneller. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Er ist nämlich auch gescarft. Und schön. Galaglade verloren, weil ich nicht dachte, dass dieses Gänge ebenfalls gescarft ist. Denn nur deswegen war er schneller. Somit konnte ich natürlich nicht wissen, dass ich ebenfalls gescarft bin. Ich gehe auf jeden Fall deswegen in Forstelka. Denn eine Giftattacke macht natürlich keinen Schaden. Dass er jetzt rausgeht, war somit predictable. Und deswegen kann ich ohne Probleme in meinen Turbodreher gehen und damit sind Stealthrocks und die eine Lage Stachler weg. Und schön, da hat er mich gerade kalt erwischt, damit konnte ich aber auch nicht wirklich rechnen. So, mal wieder das eklige Matchup, wie ihr schon kennt. Er kann sich nebenbei hochheilen, bringt ihm aber nichts wegen der Verbrennung. Und er kann jetzt gerne probieren, wieder die Tarnsteine rauszuholen. Ich habe das ebenfalls vor. Mit dem Wissen, dass ich jetzt schneller bin, kann ich sogar vielleicht noch ein bisschen angeben. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Jetzt komme ich mir zuerst meine Tarnsteine raus. Jetzt die Frage, was macht er? Natürlich holt er seine eigene Tarnstunde raus. Wunderbar. Erstmal Steinchen austauschen. Schön und gut. Aber auf lange Sicht werde ich das Ganze hier auf jeden Fall überleben können. Denn er wird, wie gesagt, viel verlieren. Ich kann so oft es geht auf Turbodreher gehen. Ich kriege keinen Bollenhemmschaden, weil er keinen trägt. Ganz klar. So, und jetzt gehe ich nämlich auch auf den Turbodreher. Ich gehe jetzt nicht auf den Worldwechsel, warum auch immer ich das tun sollte. Macht 3 KP Schaden. Immerhin. Da bin ich sehr beeindruckt. Und jetzt, was ich sehr interessant finde, dass er jetzt auf den Worldwechsel geht. Die Frage ist, warum macht er das? Schaden macht er mir kaum. Das konnte ich jetzt nicht genau sagen. Dass er schneller ist, dass ich schneller bin natürlich, konnte er natürlich wissen. Aber anscheinend wollte er mich jetzt trappen mit seinem Magneton. Schön und gut, aber dieses Magneton wird nicht lange überleben. Durch die Verbrennung. Gut, dass ich die noch zuvor hinzugefügt habe.
Jetzt in der Hoffnung, dass ich noch einen Attack überlebe, muss ich jetzt noch irgendwas machen. Rauswechseln kann ich eh nicht wegen der Magnetfalle. Und naja, deswegen geht jetzt mein Verstärker leider down. Und er geht mit dem Voltwechsel raus. Umso besser, dass er mit dem Voltwechsel natürlich den Kill gelandet hat für ihn. Jetzt kann er seinen eigenen Verstärker gehen in der Hoffnung, dass er jetzt die Tarnstände rausholen kann. Ohne dass ich sie wegspinnen kann, denn mein Spinner ist ja so eben gerade verstorben. Aber jetzt habe ich natürlich die Chance, ein bestimmtes Pokémon reinzuholen, dass das Ding auf jeden Fall das speedet und besiegt. Und das ist in diesem Fall mein Rotom Morsch, denn ich mache jetzt genau das, was er eben gemacht hat. Mit meinem älteren Pokémon, nämlich den Voltwechsel-Kill rausholen. Das heißt nämlich, bevor er denn das Momentum kriegt, denn er kann jetzt ja auswählen, was er gegen meinen Rotom Morsch reinholen möchte, kann ich nochmal schnell auswählen, welches Pokémon ich gleich reinschicke, auf das er sich dann vorbereiten kann, um das nächste Pokémon reinzuholen. Somit ist durch das Voxwechsel jetzt Forsaker besiegt. Er konnte die Tarnsteine nicht wegspinnen und auch kann nicht seine eigenen rausbringen. Umso besser für uns. Hier komme ich jetzt in mein Milotic rein. Das ist ja auf jeden Fall mein guter Switch in sein Meridians hier. Und jetzt kommt sein Magneton rein. Das ist so gut wie besiegt. Und ich habe mir gedacht, ein Donnerblitz werde ich auf jeden Fall überleben, da ich speziell defensiv bin. Und das habe ich natürlich auch prediktet. Deswegen gehe ich jetzt auf eine Genesung und heile das Ganze wieder weg. Der Sinn und Zweck ist folgender, denn er wird jetzt durch die Verbrennung qualvoll sterben. Somit ist mein Plan aufgegangen. Sein Magneton weg und ich bin noch halbwegs bei gutem KP. Also das bisschen Schaden, was der Donnerblitz nun gemacht hat, zusammen mit dem Burn, der jetzt kommt, das war nicht allzu viel. Damit konnte ich auf jeden Fall leben. So, jetzt habe ich mit Gengar gerechnet, weil das Ding mit Sicherheit Energieball kann. Deswegen hat er es ja auch gegen Rotom Wash eingesetzt, dachte ich mir. Aber geht in Rey Mysterio, sein eigenes Signature-Pokémon. Und deswegen dachte ich mir, das Ding hat wahrscheinlich einen Donnerschlag drauf, sonst würde das niemals reinholen. Deswegen gehe ich lieber raus, denn mein Milotic wollte ich hier nicht opfern. Gegen Meridian Steel brauche ich das auf jeden Fall noch. Jetzt gehe ich ins Gorko, den Donnerschlag eigentlich abfangend, aber er geht hier auf den Delegator. Deswegen dachte ich mir, er hat wahrscheinlich schon einen Switch prediktet. Das war schon mal sehr gut von ihm. Und jetzt geht er auf den Schwerttanz. Damit habe ich schon fast gerechnet und jetzt dachte ich mir schon, war der Switch in Skorku jetzt gut oder nicht? Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, das Physisch-Offensive dabei und das kann Eiszahn. Und damit reicht auf jeden Fall der Schaden aus, um diesen Delegator zu besiegen. Vermutlich würde ein einziger Eiszahn auch ausreichen, um Resadero an sich zu besiegen. Also in der Hinsicht brauche ich keine Angst haben. Allerdings ist er natürlich schneller und kann immer wieder auf einen weiteren Delegator gehen, bis er soweit unten ist, dass er sein Item aktiviert. Die Frage ist nur, was für ein Item hat er da? Hat er die Zito-Beere? Vollkommen in Ordnung. Dann würde er zwar noch ein paar KP heilen, aber auf lange Sicht bringt ihm das nichts, denn er kann immer weiter Delegator einsetzen, bis er das dann nicht mehr kann, weil er zu wenig KP hat. Aber, tja, da ist es. Das ist nämlich nicht die Zito-Beere, sondern die Lyzi-Beere, so heißt sie, glaube ich. Und das erhöht seinen Angriff. Das heißt, plus, also Schwerttanz und Lyzi-Beere, sein Angriff ist somit plus 3. Unschön. Dadurch, dass er seine Beere aktiviert hat, ist seine Initiative auch nochmal verdoppelt. Da steht ein Monster vor uns. Zwar mit nur wenig KP, aber es ist so verdammt schnell. Und eine Akrobatik reicht ja leider auch aus. Unschön. Klar? Mein Skorko hat kaum physisch-defensives Investment, aber das hat mir auch kaum was gebracht sonst. Jetzt habe ich ein Problem. Ich gehe in Milotic in der Hoffnung, dass das mit deinem Notschuss mit der erhöhten Verteidigung noch eine Attacke überlebt. Aber nein, ein Turmkick reicht ja leider aus und damit ist mein Milotic besiegt. War ziemlich dünnes Eis, was er gerade gemacht hat. Er hätte auch mit 10% Chance seinen Turmkick missen können. Eine Akrobatik hätte da wahrscheinlich auch ausgereicht. Und jetzt meine letzte Hoffnung. Mein Signature Magbrand mit dem Flammkörper. Ich wollte sie opfern, nur in der Hoffnung, dass sich der Doom Force Bonus aktiviert und ich das Rey Mysterio verbrenne. Dadurch macht er natürlich weniger Schaden. Und mein letztes Pokémon, Rotom Wash, würde noch einen Attack überleben, sodass ich das Ding dann schlussendlich mit Voltwechsel besiegen könnte. Aber der Burn kommt nicht und dieses Rey Mysterio sweept mich dann zu Ende weg. Und damit gewinnt Regi diesen Kampf 4:0. Respekt dann an Regi Bang, der somit in diesem GPL seinen zweiten Sieg endlich eingefangen hat. Da freue ich mich natürlich mit ihm. Auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg. Mein Fehler hier in der Hinsicht war leider, dass ich sein Rey Mysterio, sein Resadero falsch eingeschätzt habe. Ich habe, wie gesagt, mit einem Donnerschlag gerechnet. Bin deswegen rausgegangen. Ich hätte drinbleiben sollen. Mein Milotic hat nämlich auch seinen Eiszahn. Milotic mit Eiszahn. Nein, den Eisstrahl drauf. Und der kann natürlich auch immer wieder ausreichen, um Rey Mysterios Delegator zu besiegen. Und wenn er noch kein Schwert dann inne gehabt hätte, hätte es auch nicht allzu viel Schaden gemacht auf mein Milotic. Somit hätte ich drinbleiben können. Und Milotic hätte dann das Resadero wahrscheinlich besiegen können. Hoffentlich, mal gucken. Denn dein Schwerttanz hätte er nicht rausbekommen können, sonst wäre der Delegator weg gewesen und ich hätte es dann mit einem Eisstrahl besiegt. Leider wurde es dann doch zu einem Resadero-Sweep. So ein bisschen komisch, denn das Ding hat dann natürlich auch Turmkick drauf. Das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Spieltag, wo wir auch schon einen Turmkick-Sweep von einem Wii-Shop bekommen haben. Jetzt war es quasi ein Turmkick-Sweep von einem Resadero, obwohl da mehr Akrobatik drin war. Aber ist ja auch scheißegal. Regi hat damit den Kampf 4:0 gewonnen. Ich habe nur seinen Magneton und seinen Forsaker ausnocken können, leider. Mehr war nicht drin. Sein Resadero hat mich dann weggestreamt. Ich hatte dann keine Chance mehr. Schade, was soll's. Und man sieht, der Doomforce-Bonus ist leider auch nicht mehr auf meiner Seite, denn sonst hätte dieses Resadero dann die Verbrennung abbekommen und mein Rotom Wash ist dann auch wahrscheinlich noch besiegt. Dann wäre es nur ein 3:0 gewesen. Naja, was soll's. Auf jeden Fall kann man sehen, dass ich mitten in der Abi-Zeit
wirklich kaum Zeit habe, mich gut vorzubereiten. Das schlägt dann natürlich auf den Kampf ein, denn mein Magbrand habe ich hier nichts gebrochen können. Es ist einfach sinnlos gestorben. Fand ich sehr schade. Galakladi auch sinnlos gestorben, leider. Hat zwar ein paar Schlammbogen abgefangen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er seinen Gegner gescarft hat. Das konnte ich einfach nicht ahnen. Tja, und sonst, Skorgo hat ja auch nicht lange durchgehalten. Hat versucht, mit Eiszahn so viel es geht reinzuhauen bei Rasadero. Aber leider wurde das nichts. Was soll ich sagen? Das war der 9. Spieltag gegen Regibang. Schaut auf jeden Fall noch bei ihm vorbei. Er hat, soweit ich weiß, den Kampf nämlich auch live aufgenommen. Das ist bestimmt spannend, ihn bei seinen Live-Reactions zu beobachten. Da auf jeden Fall reinschauen. Und wir sind jetzt in der Hoffnung, dass wir etwas weiterkommen. Wir waren jetzt nämlich vor diesem Spieltag auf Platz 11. Das ist ein Platz vor den Abstiegsplätzen, nämlich 12, 13 oder 14. Sehr, sehr knapp. Und ich glaube, war genau punktgleich mit Kuchenjäger, der auf dem 12. Platz war. Das wird eng. Es kann sehr gut sein, dass wir jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz sind, so wie wir es bei Anfang der GPL waren. Sehr unschön, aber was soll man machen? Ich hatte einfach nicht die Zeit, mich vorzubereiten. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch andere Pokémon mitgenommen. Magmant wäre deswegen zum Beispiel nicht dabei gewesen. Dann wäre der Kampf vielleicht ja auch anders ausgegangen. Man weiß es nicht. Wollen wir nur hoffen, dass der nächste Spieltag ein bisschen besser sein wird für uns. Der Spieltag Nummer 10 gegen Surskit-TV. Das wird definitiv nicht einfach, so wie auch schon die Spieltage zuvor. Wollen wir hoffen, dass wir unsere Niederlagenserie von 4 Spieltagen jetzt mal so langsam beenden. Das wäre sehr schön. Und ich würde sagen, wünscht mir viel Glück für die Zukunft. Mein Abi habe ich ja schon so gut wie in der Tasche, kann man fast sagen. In Zukunft werden die Vorbereitungen vielleicht auch besser laufen. Mal gucken, ob es bei Surskit auch der Fall sein wird. Ich kann es noch nicht ganz versprechen. Der Kampf ist nämlich bald. Und ich würde sagen, wie gesagt, viel Glück wünschen für mich. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder gegen Surskit-TV. Und bevor ich das Video jetzt beende, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Denn an diesem heutigen Spieltag wird Geschichte geschrieben. Es geht um einen ganz, ganz speziellen GPL-Tag. Das habe ich gerade, also Tag, genau. GPL-Kampf meine ich natürlich. Und zwar zwischen Octopaul und Daumenkino-LP. Schaut euch diesen Kampf auf jeden Fall an und schreibt mir danach, ob ihr es tatsächlich geschafft habt, diesen Kampf komplett anzugucken. Warum? Werdet ihr dann sehen, sobald ihr diesen Kampf seht. Denn der Kampf wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Das ist ein ganz besonderer Grund. Ihr werdet sehen, auf jeden Fall reinschauen. Ganz dringend. Und mal gucken, ob ihr es durchhaltet. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder gegen Surskit-TV. Bis dann und auf Wiedersehen.